Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Turok 2. Oh Gott, da habe ich mich ja super zurückgelassen. Ah, komme ich hier hoch? Ach, ich wollte gerade sagen, da steckt doch was auf so einem Pfeil. Nö, da ist nichts, schade. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich so gute Chancen... Warum hat er jetzt nicht geschossen? Oh, na bestens. Was habe ich noch für Waffen? Naja, die habe ich wenigstens. Ich kann mir gerade nicht so viel erlauben... Okay. Ich kann mir gerade nicht so viele Fehler erlauben. Gut, das hilft. Denn ich muss noch das Seelentor töten, was da hinter dieser Tür ist. Ich glaube, ich habe eine Schwester vergessen. Ah. Okay, wir haben wenigstens 40 Leben. Ich dachte, ich erwische es mit einmal. Wir sind ziemlich nah am Ende, aber ich weiß auch nicht mehr. Oh shit, das wollte ich nicht. Das ist natürlich jetzt schlecht. Die sind halt nicht. Mit denen ist halt nicht gut Kirschen essen. Bin auch gleich tot. Ich kill mich. Scheiße. Das war mir klar. Ich habe schon zu viel Leben verloren, um da reinzukommen. Das machen wir aber gleich nochmal. Ja, hey Leute. Ja, ihr wisst ja, wie es abläuft. Ja. Nicht so gut gelaufen gerade. Ernsthaft? Ich darf gegen die Dinosaurs jetzt nicht so viel verlieren. Stirb endlich! Nach runter zu kommen ist halt schon mal eine Schwierigkeit an sich. Ich muss möglichst wenig Schaden einstecken, bevor ich da überhaupt... Wenn ich dann unten bin, dann sollte es gehen. Wenn ich dann erstmal wieder drin bin, dann kann ich sie ja größtenteils abschießen, bevor es zu Problemen kommt. Aber das muss ich erstmal erreichen, den Bereich. Ah, okay, sobald ich das anklicke. Das ist super. Ich muss jetzt Plasmageschütz nehmen. Hat zwar auch nicht mehr viel. 49, jetzt geht es mir einigermaßen gut, da habe ich vielleicht Chancen. Weil ich sagen muss, das ist nicht die beste Waffe gegen die Untoten. Habe ich zumindest so die Erfahrung gemacht. Aber fallen die da oben runter? Die Magnum ist am effizientesten. Und möglichst erschießen, wenn sie hochkommen.
zerstört. Boah. Hört auf zu sparen. Also dieses Spiel ist definitiv nicht für Kinder geeignet. Ich werde gerade von YouTube andauernd gesagt, ja, ist ein Kanal für Kinder, ist ein Kanal für Kinder. Habe ich standardmäßig angesagt, nein, er ist nicht für Kinder. Und jetzt werde ich wieder gefragt, ist dieser Kanal für Kinder, ist dieser Kanal für Kinder? Boah, YouTube, was ist denn los mit dir? Spielstand gespeichert. Ich sollte nicht die überspeichern, vielleicht habe ich ja irgendwann mal ein Aufnahmeproblem und dann muss ich das nachmachen. Wo ging es denn jetzt weiter? Da unten war ich schon, das erkennt man den Leuten, die da liegen. Leute ist relativ, ich weiß. Oder ist das hier alles nur für das Seelentor gewesen? Nee, das, ich weiß, das war ziemlich hier am Ende. Dieser Bereich. Ging es irgendwo weiter? Würde ich fast Geld drauf wetten, aber nur fast. Oder war es wirklich nur Versehentum? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Wie gesagt, dieses Spiel habe ich vor... Wisst ihr, ich habe es nicht als Kind zuletzt gespielt, ich habe es tatsächlich als Erwachsener das letzte Mal gespielt. Aber da habe ich damals eine Anleitung genommen, damit ich auch wirklich alles dezent finde sofort. Das war in meiner ersten Wohnung in Köln. Da war ich 19. Ich glaube, hier hinten geht's weiter. Nur so ein Gefühl. Das ist ein Friedhofstor. Das sind übrigens die Wächter. Die müsst ihr töten, sonst... Kommt ihr nicht zur Hexe rein? Oder zur Schwester? Also ihr müsst die Großen töten, damit das bei der geöffnet wird. Damit die Schwester sich euch öffnet. Damit es auch richtig schön falsch klingt. Hier kommt nichts? Nee. Okay, das Zeug spawnt alles hier vorne. Das ist potenziell problematisch. Okay, die können da durchschießen, wie mir scheint. Boah, diese scheiß Homing-Missiles von denen. Hat nichts mit Homies zu tun. Kommt aber auch nicht raus, kann ich aber auch verstehen. Du bist halt voll auf dem Präsentierteller. Also ohne das hier hätte man hier echt ein Problem, oh diese Lebenspunkte-Spawner. Ich glaube, die haben richtig viel Schaden gemacht, diese Feuerdinger. Boah. Ich habe doch keine Schwester verpasst. Ich glaube, ich musste zurückgehen bis zu an dem Punkt, an dem diese Leitern oben waren. Ich dachte nämlich schon, ich habe diesen Punkt irgendwie verpasst, aber nee, man konnte, glaube ich, nicht vorher weiter. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich alle Secrets hier finden kann auf dieser Schwierigkeit. Ich müsste eigentlich mal ein neues Spiel einfach nur anfangen auf
schwer und dann einfach mal gucken, ob ich zum Beispiel dieses unten Boot als Secret Entant kriege, obwohl da nichts für mich drin ist. Weil dann kann es sein, dass ich das auf dieser Schwierigkeit gar nicht bekommen kann. Diesen Erfolg, dass ich alle Secrets finde. Was natürlich echt blöd wäre. Oh ja, viel besser. Soll die hier reingehen? Ist einfach nur Leben drin anscheinend. Ich gehe trotzdem mal in alle rein, vielleicht finde ich ja doch noch Kekse oder sowas. Oh, ja, sowas zum Beispiel. Ich glaube, ich muss hier rein. Und auch die Sache mit dem Leben. Ach, um dieses Tor zu öffnen. Oh, bloß einer? Interessant. Ich weiß gar nicht, ob die im Nahkampf gehen konnten, aber ich glaube nicht. Die reißen halt immer nur Teile von sich ab und schießen sie nach, und werfen es nach euch. Wenn die Großen das können und Magie auf euch wirken. Ich sollte mich mal von so einer Magiekugel treffen lassen. Nicht so einer. Einfach nur mal wissen, wie viel Schaden das macht. Ui! Ich sollte mich nicht von diesen Kugeln treffen lassen. Jetzt weiß ich auch, warum sie das machen können. Spawnt das auch noch? Nee. Dann gehe ich froh. Das war einfach nur ein Versuch, wie viel Schaden das macht und wow. Das war ja glaube ich 40 Schaden oder so. Das sind wie diese grünen Popel, diese Fetten von Oblivion werfen. Die sind ja auch so richtig effizient. Kann man ja froh sein, dass aus diesem Seelentor nicht zwei so eine Fetten da vorne mitstehen. Oder dass die gespawnt werden, weil das wäre so richtig gemein. Hey, ist er tot? Scheint so, ja. Ich habe gerade tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich den mit der Kampfklinge bearbeite. Das ist auf der anderen Seite. Die verfolgen dich zwar, aber nicht sehr weit. Gehen jetzt die Tore auf. Bleib mal kurz hier, ich hol mal kurz Muni. Das geht schnell, keine Angst. Ich habe in Erinnerung... Okay, Alpha-Wand. Ich habe eigentlich in Erinnerung, dass ihr ununterbrochen Gegner gespawnt werden. Haben sie das auch rausgenommen? Weil ich habe wirklich in Erinnerung gehabt, dass hier ununterbrochen Gegner aus diesen, überall aus dem Boden rauskamen. Aber wahrscheinlich geht das auch nicht. Mach mal Nahkampf. War kein Nahkampf, oder? Die werden trotzdem die Dinger. Obwohl ich doppelt so viel Schaden gekriegt habe. Vielleicht haben auch mehrere gleichzeitig jetzt gebrochen. Und wenn ich die Dinger habe, gehen die auf, die Krüfte. Und dann komme ich durch das große Tor. Doch nicht. Irgendwie kann man da rein, das weiß ich. Ich mache mal kurz ein Zwischenspeichern. Spielstand gespeichert. Vielleicht soll ich meine Save States auch immer unten machen. Hier kann man zwar rein, aber man musste, glaube ich, diese Dinger machen.
Ah, da fehlt dann was. Ach, okay, dann komme ich dann dahinter. War hier ein Secret. Hier waren, also bei einer niedrigen Schwierigkeit habt ihr hier unten auf jeden Fall ganz viele rote Dinger. Sieht nicht so aus, als ob ich hier was kriegen kann. Also ihr braucht eigentlich das aus Level 3 nicht, aber ich gehe trotzdem gerne Level 3 vorher. Hier braucht man einen Friedhofsschlüssel. Genau. Also wenn ich das wirklich nicht so machen kann mit diesen Secrets, dann muss ich die Secrets leider weglassen. So, ist ja nochmal so ein Fetter drin. Oh, ich dachte es. Naja, ein paar Bänke, die wahrscheinlich Krypten darstellen sollen. Aber ansonsten nicht weiter aufwendig. Mehr braucht es aber auch eigentlich nicht. Ihr habt eine recht gute Atmosphäre eigentlich hier. Muss ich echt sagen, ich finde die Atmosphäre in dem Spiel eigentlich echt gut gemacht immer. Okay, schießt einfach mal so durch die Wand. Brechen ihre Angriffe übrigens, wie ihr gerade seht, ab, wenn ihr abt. Die brechen ihre Angriffe ab, ja. Die brechen ihre Angriffe ab, sobald ihr... liegt mir die Leichen im Weg. Das kann ihm wahrscheinlich das Leben kosten. In einer schlechten Situation. Ach. Ich hätte gern Explosivschrot. Das wäre so viel schöner. So, jetzt kann ich das hier öffnen. Und dann geht da eine Brücke hoch. Die jetzt hier auf dem Boden nicht seht. Dann kommt er zur letzten Schwester. Da ist er ja. Schwester der Verzweiflung vertrieben. Oh, das war irgendwie viel zu einfach. Ah, bin ich voll, okay. Ging's hier weiter? Oh, ist ja noch ein großer. Aber es funktioniert viel besser. Eine Ultragesundheit, die nehme ich nicht. Jetzt habe ich natürlich noch das Problem, ich weiß nicht, wo es rausging. Weiß ich wirklich nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich zum Schluss so, wenn es gegen den allerletzten Gegner geht, versuchen, so viele Ultragesundheiten zu sammeln wie nur irgend möglich. Das heißt, ich müsste mir eigentlich merken, wo die sind. Also, obwohl ich gerade einen neuen Job angenommen habe, in dem ich mir echt viele Sachen merken muss. Ja, man muss halt wissen, wo seine Prioritäten liegen. Mehr scheint ja nicht zu sein. Aber ich kann mir immer ein Leben aufhöhen, das ist auch schön. Ach, diese Bäume. Nicht perfekt. Für heutige Maßstäbe echt schlecht texturiert, aber irgendwie cool. Okay, komme ich nicht durch. Die Leichen sind natürlich weg. Wenn ihr teleportiert, setzt sich das alles zurück. Da kommen wir nur über da hinten weg. Weiter.
Kann sein, dass ich das Wasser musste. Bin mir echt nicht mehr sicher. Nee, sieht nicht so aus. Müsste, glaube ich, da hinten hin. Scheint sie dem Rücken ganz gut gepanzert. Aber das hätte mir nichts gebracht. Ne, da komme ich wieder dahin. Das muss ich erstmal suchen. Ja. Oh. Das war die Magnum. Hier hinten war nichts weiter, oder? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt eigentlich nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Ah, ich bleibe auf dem Schredder. Das habe ich. Hier geht's, glaube ich, nur zum Freimatchen-Schlüssel. Vielleicht kann ich ihn doch schon erreichen. Ran. Ich komme doch schon ran, das war mir nicht bewusst. Schlüssel gefunden. Jetzt wusste ich echt nicht, dass ich jetzt schon rankomme. Aber ich freue mich, denn dann habe ich dieses Level eigentlich schon vollkommen abgeschlossen. Ich habe die Schlüssel, ich habe die Ziele erfüllt und ich habe den Primation-Schlüssel. Nein. Okay, ich musste lang. Wie mir scheint. Ich muss aber da hinten wieder zurück. Jetzt muss ich natürlich gucken, was mir geöffnet wurde. Ich hasse solche Sprungsachen und die werde ich noch ein paar Mal erleben müssen in dem Spiel. Wenn ich mich recht entsinne, in Level 4 und in Level 6 gibt es. Also vor allem in Level 4 gibt es eine Stelle und in Level 6 gibt es. Etliche Stellen, die echt scheiße sind. Was haben wir jetzt geöffnet? Da hinten geht's weiter. Ich hasse die Viecher. Mach mal einen Speicherstand. Spielstand gespeichert. Wir sind eigentlich durch dieses Level durch. Jetzt müssen wir. Du musst das Totem beschützen, Turok. Keine Explosivmuni.
Wo sind sie? Kacke. Dem geht's noch gut. Auftrag ausgeführt. Übrigens, wenn ihr fehlschlagt, dann müsst ihr das, seid ihr wieder am Anfang des Levels. Boah. Das war jetzt ein bisschen schwierig. So, da haben wir Primation Schlüssel Level 2. Das ist Level 6. Das ist Level 4. Sieht ein bisschen klumpig aus mit Pilzen davor. Ich möchte aber eigentlich zu Level 5, aber... Eigentlich müsste ich ja nochmal durch Level 1 durch. Denn da ist auch noch ein Primation-Schlüssel. Das machen wir jetzt auch erstmal. Wie jetzt? Da komme ich hier raus. Das ist neu. Das war früher nicht so. Dieses Portal hier gab es anfangs nicht. Und zwar seid ihr immer wieder hier vorne gespawnt. Und kann ich ja gleich mal ausprobieren. Ihr seid hier vorne gespawnt und musstet dann, wenn ihr aus Versehen reingegangen seid, das Level nochmal durchlaufen. Kann ich jetzt hier gar nicht rein in diesen Schwierigkeitsgrad? Scheint nicht so, dass ich hier irgendwas kriege. Doch, ich kann es machen. Okay. Aber es ist halt echt irgendwie blöd, weil es kein geheimer Bereich wirklich ist. Egal. Ich hole jetzt noch den Primation-Schlüssel hier und werde ich zum Schluss ein paar Specials machen, wo ich die ganzen Geheimbereiche suche. Aber ja. Juhu! Beim ersten Mal hat es ja nicht geklappt. Viele Gegner sind natürlich jetzt nicht mehr da. Was auch gut ist, weil ich hätte jetzt eh keinen Bock, die alle nochmal zu bekämpfen. Oh ja, da bist du doch hier. Der Anfang war echt scheiße. Ah! Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht, aber es ist bestimmt nicht wenig. Ich müsste auch lügen, weil ich nicht mehr weiß, welches der richtige Teleporter ist. Ah, Plasmageschütz wird ja auch ein bisschen übertrieben stark sein erstmal. Der Raptor kam, glaube ich, auch immer wieder. Baut das hier nicht nach? Anscheinend nicht. Okay. Sterben einstellen, wenn es geht. Ach, das dauert mir zu lange. Nicht mehr so ganz sicher. Ich will ja auch nicht ewig Zeit brauchen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich sogar gebrauchen. Gefällt mir tatsächlich besser als Plasmageschütz. Aber nicht besser als die Erweiterung von Plasmageschütz, muss ich sagen. Die wiederum finde ich dann sehr, sehr geil. Ah ja, sieht richtig aus. Da oben weiß ich gerade auch nicht, wie man hinkommt. Wahrscheinlich hier hinten durch. Aber wie mir das Tor öffnet, ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht fällt es mir noch ein. Also ich habe es noch nie geöffnet, soweit ich weiß.
Oh, hier hinten musste ich hin. Da war's ja. Kann ich jetzt auch holen, weil ich in Level 2 war. Also wenn ihr in Level 3 wart, könnt ihr direkt Level 2 abschließen. Okay. Also ihr könnt aber auch erst Level 2 machen, das ist vollkommen egal. Aber so habe ich wenigstens Level 2 abgehakt schon mal. Sprung des Glaubens. Primogen-Schlüssel gefunden. Der Rest ist mir eigentlich nahezu Wumpe. Ich kann jetzt einfach durchlaufen. Ich will eigentlich nochmal zu den Oblivion, denn das ist notwendig tatsächlich. Es ist wirklich notwendig, dass ich zu denen gehe. Die ist natürlich nicht mehr da, aber ich brauche halt volle Munition, um... Wenn ihr in das Level einsteigt, in das ich jetzt einsteigen möchte als nächstes... Wer soll das darstellen? Wenn ihr halt in das Level einsteigt, in das ich einsteigen möchte, braucht ihr möglichst volles Leben und... volle Munition. Denn das ist echt hart. Es ist wirklich ein hartes Level. Vor allem am Anfang. Ach, eigentlich kann ich ihn erlassen. Ein paar Gegner sind an einigen Stellen immer wieder da. Aber ansonsten... passierte nicht viel Neues. Das ist nachgespawnt, aber ist mir eigentlich auch egal. In etwa in der Geschwindigkeit renne ich bei... renne ich bei einfach durch, aber ihr habt es ja, glaube ich, gesehen. Da war's. Es ist wirklich so, bei einfach könnt ihr einfach, wie es einfach ist, wenn ihr einigermaßen ein guter Spieler seid, durchlatschen. Und die haben halt... halt einfach nichts entgegenzusetzen. In späteren Leveln sieht das allerdings auch wieder anders aus, weil dann werden die Gegner natürlich auch härter, auch auf leicht. Aber hier in den Anfangsleveln, übrigens das hier wurde geöffnet, haben wir da auf der anderen Seite geöffnet, das ist eine Abkürzung. Als wir hier drüben waren, hat sich das geöffnet. Verrückt, oder? Gewehr. Ah, endlich. Kann ich den Schredder wieder nutzen? Oh, ich werde doch Magnum, die reicht eigentlich. Die kommen leider immer wieder. Einer zumindest. Hey, der ist auch wieder da. Ich glaube, diese Ultra-Gesundheit zu erreichen, ist auch ein geheimer Bereich. Aber ich muss sagen, geheime Bereiche zu erreichen, die ihr nicht sehen könnt, finde ich potenziell problematisch. Oh, wir schleunigen das mal, indem wir die ganzen Dinge abgeben. Warum ist dieser Haken blutig? Was genau hängen die da immer dran? Nee, die Explosivmunition brauche ich. Ich sollte die zwei Gesundheitspunkte eigentlich nicht holen. Lass ich mal. Denn wenn ich dann den 10er kriege, habe ich 102. Und ich kann wirklich jedes bisschen Gesundheit gebrauchen, tatsächlich im nächsten Teil, den ich probiere. Ist es wirklich so. Ah, das ist besser. Übrigens, die Betäubungsgewehr nützt uns in Level 5 nichts. Ich
hab's schon probiert. Es wirkt auf die Gegner da nicht. Ich habe mich dann gewundert, hey, das ist ja voll scheiße. Allerdings kriegst du da eine Verbesserung für das Betäubungsgewehr, das dann auf alle Gegner wirkt. Ich glaube auf Bosse nicht, aber... Ja, ich möchte mal anmerken, wir haben noch keinen einzigen Boss bekämpft. Das sind alles nur normale Gegner hier. Und, ja. Ich bin damals übrigens in Level 1 reingemarschiert und sofort getötet worden. Nur mal so zur Info, also auf leicht. Damals war ich natürlich auch ein schlechterer Spieler, aber trotzdem. Der Level hat es halt echt in sich. Oh! Wow, diese vollen Gesundheiten kommen irgendwie immer erst so zum Schluss. Ach, genau gesehen, dass du gespawnt bist. Vorräte? Genau, in Level 3 brauche ich bloß noch den Primagen-Schlüssel. Und ansonsten bin ich da auch durch. Also Level 1 bin ich eigentlich vollkommen durch, bis auf die Secrets, aber... Ja. Ich will nicht verletzt werden. Und keine Explosivwaffen, egal. Und raus. Finde ich aber gut, dass sie eingebaut haben, dass man jetzt wieder abhauen kann. Jetzt kann ich auf jeden Fall den Primagen-Schlüssel hier einbringen. Das ist vollkommen verdreht. Es ist gegenüberliegend anscheinend, so ziemlich. Die 1 und 2 haben wir, die 3 kommen auch bald holen. Es fehlen eigentlich noch 3 Level. Da wollen wir rein. Spielstand. Wie heißt das hier eigentlich? Levelzentrum, okay. Warum brauche ich einen Quick-Save-Slot? Also es geht schnell genug, muss ich sagen. So, da werde ich die Explosivmuni brauchen.